Schafft er das, wenn ich hier schon so steil werde? Das ist ja doch... Die Gefährte sind ja doch ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht schafft er die Steigung. Der sieht aus wie der Rennwagen unter den Goblin-Gefährten, oder? Das Ding, das der da hat. Lass mal kurz hier fein justieren. Das schafft er unmöglich, aber ich versuch's mal. Aber das sieht nicht so aus, als wäre das irgendwie hier. Naja, gleich. Ah, er bleibt stecken. Nein, es ist zu eng. Nein, er kommt nicht durch. Ah, komm schon, du blöder Goblin, du. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, hier ist die Antwort auf die Frage, was ist rot und sitzt auf der Toilette? Eine Klomatte. Was ist rot und sitzt auf der Toilette? Eine Klomatte. Verstehe ich nicht. Welches ist die lustigste Automarke? Scherzedes. Welches Getränk trinken Firmenchefs? Leitungswasser. Warum gibt's auf Schiffen kein Honig? Weil es auf Schiffen Kabinen gibt. Was hängt im Urwald an den Bäumen? Na, wer weiß es? Urlaub. Im Urwald. Ach so, Urlaub. Ja, ich verstehe. Wer wohnt im Dschungel und schummelt? Mowgli. Okay. Ach Gott. Auf jeden Fall hat das Gefährt wirklich Power. Das ist gut. Vielleicht kommt es so hoch? Nee, unmöglich. Los geht's. Versuchen wir es. Immer erst unmöglich sagen. Unmöglich immer, alles ist für dich. Oder so ähnlich. Hey, das ist aber wirklich schwierig. Wie kriegen wir denn den blöden Schlüssel, wenn der hier down stecken bleibt? Der schafft doch unmöglich irgendwie so eine Steigung, die ich nicht mal bauen kann. Hallo? Irgendwas ist kaputt. Ich kann den nicht 90 Grad die Wand hochfahren lassen. Also, das müssen wir nochmal überdenken. Aber vielleicht kann ich wirklich... Jetzt, warte mal. Vielleicht kann ich wirklich eine Schanze bauen, die so krass ist, dass die Milch zum Kakao wird. Wenn wir ihn so in die Luft katapultieren. Und dann machen wir hier eine Landerampe. Ich werde es versuchen. Ich werde es mal versuchen. Das sieht nicht sehr stabil aus. Knapp. Knapp daneben. Wie heißt ein Soldat ohne Rüstung? Wilhelm. Was sitzt auf einem Baum und schreit Aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Okay, das funktioniert nicht hier. Aber wartet mal, warum nicht einfach hier nochmal... Nee, Quatsch, weg mit dir. Warum nicht hier einfach nochmal ein Seil befestigen? Und hier? Ja, das war sehr klug. Aber die Schanze funktioniert schon nicht. Ey, das finde ich jetzt aber echt schwierig gerade. Weil wenn ich ihn so losschicke, dann landet er nirgends. Oh, das ist sogar einigermaßen knapp, aber bei weitem nicht knapp genug. Moment, kann man das so sagen? Ob das geht? Ich fände es total cool, aber naja, schauen wir mal. Was, das übersteigt jetzt schon mein Budget? Sag mal, was ist denn auf einmal mit dem Schwierigkeitsgrad hier los? Was ist denn passiert? Ah, komm schon. Okay, das... Ich weiß nicht, der ist schon recht hoch. Kommt drauf an, wie groß die Schlüssel-Hitbox ist. Das wär's. Schade, dass wir kein Budget mehr haben, weil das wär's jetzt.
Jetzt müsste ich nur noch hier, ne? Aber es geht nicht mehr. Ich kann hier das, nee, nicht mal. Ich kann nichts mehr. Ich kann nichts mehr machen. Was könnten wir denn reduzieren? Brauchen wir wirklich hier ein Seil? Es geht doch bestimmt ohne. Da. Ja, na also, schau. Viel besser. Ah. Mann. Also, wir brauchen hier wirklich, wir brauchen hier die Seile. Ich weiß nicht, was wir, ich weiß nicht, wo wir sparen sollen. Ist Holz billiger als Seile? Holz ist billiger als Seile. Aber das hält wahrscheinlich auch nicht. Ja! Ja, wir haben es geschafft. Also, noch nicht so ganz, aber quasi. Im Grunde ist es schon geschafft. Verdammt, wir schaffen es nicht. Nee, Quatsch, das wird schon. Ich mache jetzt mal den hier. Das kommt mir gerade total sinnlos vor. Ist es, glaube ich, auch. Aber vielleicht... Wie schade, wie schade. Aha, was wäre denn, wenn wir... Nee. Aber wenn wir... Nee. Aber wenn ich... Aha. Ah, warte mal. Das war nicht so geplant. Oder? Nein, das war nicht so geplant. Schade. Also wirklich. Mann, ey. Luftballon, was machst du denn? Das Zugdrücke in die falsche Richtung. Nein, das funktioniert. Das schafft er. Warum? Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, Luftballon. Jetzt mal nochmal ohne dich. Ach so, ohne Luftballon geht's auch nicht. Oder etwa doch? Nein. Komm schon, es ist doch noch genug Budget bestimmt da, dass wir hier vielleicht zumindest kein Dreieck. Oh, Quatsch. Nicht gleich ein ganzes Dreieck, sondern nur hier. Eine Verbindung. Vielleicht reicht das schon. Vielleicht ist das stabil genug. Jetzt muss die Schanze die Landung halten. Ja. Das war eine schwere Geburt jetzt. Meine Güte. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war ja richtig cool jetzt. Okay. Das sieht zu leicht aus. Da gibt es irgendeine Falle bestimmt. Wahrscheinlich habe ich super wenig Budget oder so. Oder, weil ich meine, das sieht... Irgendwas ist hier faul. Oh! So leicht ist es, glaube ich, auch wieder nicht. Ein paar Streben sollten wir schon noch einbauen. Ach komm schon, ich hab den... Wie mache ich denn die Dreiecke wieder an? Jetzt haben wir es. Oh, praktisch. Moment, wo ist der Schlüssel? Jetzt weiß ich's. Das ist der... Aha, das ist der Haken an der Sache. Ich hab mich schon gewundert. Ah... Oh. Okay. Dann nochmal alles ganz anders. Ich hab's mir schon gedacht. Fahren wir hier gemütlich rüber, aber nein. Okay, wir haben den schweren Panzer. Das heißt, ich mache jetzt mal eine ganz leichte Steigung Richtung Schlüssel. Und dann lassen wir ihn einfach runterfallen. Und das müssen wir jetzt noch irgendwie stützen. Das könnte wieder schwierig werden. Ah, okay, immerhin. Das kommt mir nicht sehr stabil vor. Schauen wir mal. Jetzt kommt der kritische Teil. Oh, sieht gut aus. Aber warte, fahren wir jetzt auf den Pilz? Nee, der Pilz ist Hintergrund. Oder hat keine Hitbox zumindest. Na dann. Glück gehabt. Also, wie gesagt, ich habe wirklich, glaube ich, seit 10 Jahren oder so kein Bridge-Builder mehr gespielt. Bestimmt gibt es da inzwischen sehr coole und vielfältige und umfangreiche und ideenreiche vor allem
Aber ich finde das jetzt gerade gut. Mir macht das jetzt gerade Spaß. Aber wie gesagt, vielleicht sind meine Erwartungen auch nicht mehr State of the Art. Hallo Primutus, wie geht's? Glaubt, dass unser Auto da nicht durchpasst, oder? Das ist wieder so eine Sache von wegen, wir können nicht... Oh, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Der glitscht einfach durch. Okay. Das war leichter, als ich dachte. Level 25. Mir geht's auch ganz gut, danke. Ich bin ein bisschen müde heute. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich nicht geschlafen habe die Nacht. Nee, stimmt gar nicht. Aber ich habe wirklich nicht lang geschlafen. Aber ansonsten geht's mir gut. Alles wunderbar. Den 24-Stunden-Stream habe ich ganz gut überstanden. Der war diesmal... Ich weiß gar nicht... Ich weiß wirklich nicht, warum. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber ich habe den diesmal gut weggesteckt. Das war auch überhaupt kein Problem irgendwie. Der Stream an sich... Also, ich meine, verhältnismäßig. Da gab's Schlimmere bis jetzt schon. Bin ich echt ganz froh. Der hat doch meinen Rhythmus überhaupt nicht durcheinander gebracht. Ich kann... Na gut, vielleicht liegen die Schlafstörungen doch daran. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Nick, aber es ist cool. Also, super gelaufen. Hat auch Spaß gemacht. War ein cooler Stream. Und heute spielen wir eben die Reste. Die Spiele, die ich für den 24-Stunden-Stream gekauft habe, die aber nicht mehr im 24-Stunden-Stream an die Reihe gekommen sind. Ah, das ist verzwickt. Warte mal, das... Ja, das könnte stabil genug sein. Aber wahrscheinlich nicht. Ah, schauen wir mal. Ja, aha. Ganz knapp. aber wir haben eh noch Budget. Ganz schön viel sogar. Wir können hier sogar noch ein bisschen... Ah, das wird zu teuer. Ah, das geht noch. Na, schauen wir mal. Das könnte schon reichen. Ich habe Angst, dass es jetzt hier... Nee, wunderbar. Cool. Bam. Okay, da kommt wieder ein Schiff. Das Schiff fährt aber diesmal ziemlich niedrig durch. Müssen wir uns gar keine so großen Sorgen machen. Ist da ein Haken bei der Sache? Das kommt mir gerade so vor, als könnte ich hier relativ gemütlich durchfahren einfach. Und man kann nie gemütlich durchfahren in dem Spiel. Eigentlich. Wir haben auch so viel Budget, also irgendwas stimmt hier nicht. Na gut, wir haben den schweren Lastwagen, den wir darüber kriegen müssen. Ah, oh, der schafft die Steigung nicht. Komm schon, nochmal jetzt, mit Anlauf. Ja, er schafft's. Er muss nur die Brücke hier durchhalten. Ah, noch ist alles drin. Ah, schön, perfekt. Cool. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich aufpassen, dass er nicht zu schnell wird oder so. Ich weiß nicht genau, was hier jetzt wieder das Gimmick ist. Damit unten der nicht alles einreißt, wenn er hier durchsaust. Mal schauen, ob das schon reicht. Höchstwahrscheinlich nicht, aber... Oh, genau das habe ich befürchtet. Da unten ist das Problem. Aber ich glaube, da gehe ich jetzt mal auf Stahlträger über. Die werden das schon halten hier. Oh nein, Stahlträger sind teuer, aber es geht.
Kommt schon, Stahlträger. Da helfen natürlich die Stahlträger nichts, wenn der einfach frontal unten gegen die Platte einfach knallt, ne? Vielleicht können wir das hier einfach ein bisschen abfedern. So. Aber jetzt. Na also. Perfekt. Wie viel Prozent der Kosten von Bits bleiben eigentlich bei dir hängen? Ah, da habe ich leider keine Ahnung. Habe nämlich gehört, dass die Streamer nur einen kleinen Anteil bekommen. Bei den Bits bin ich mir echt nicht sicher, wie das aufgeteilt ist. Ich weiß es nicht. Jetzt, wo du mich fragst, bin ich mir auch bei den Abos nicht sicher, wie das aufgeteilt ist. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Aber die Information kann man sicher irgendwo finden. Kann man irgendwo googeln, bestimmt. Aber ich weiß es nicht. Ob es die Hälfte ist oder weniger. Weiß nicht. Oh, warte mal. Das ist wieder der schwere Laster. Der schafft das nicht. Das. Ich muss eigentlich mit der Brücke gar nicht so tief. Der fliegt relativ hoch, der Zeppelin. Ich muss nur schauen, dass dann nicht zu steil wird. Das könnte zu steil sein, aber dann könnte ich halt hier direkt andocken. Das wäre gut. Okay, mal schauen. Oh! Nicht umfallen, lass die. Nein! Nein! Ah, schade. Mensch, ob ich es ein bisschen höher stellen darf, ohne dass es hier weggeflogen wird. Ja. Sehr schön. Hab nichts gefunden. Zumindest schweigt sich Twitch selber drüber aus. Keine Ahnung, da müsste ich vielleicht mal irgendwo in den User Agreement schauen. Aber ehrlich gesagt, da ich es eh nicht beeinflussen kann, ist es mir auch gar nicht so wichtig. Weil ich meine, mein Gott. Whatever. Bei YouTube kann ich es dir sagen. Da sind es, glaube ich, 40, 60 alle Werbeeinnahmen. YouTube 40, die Creator 60, wenn mich nicht alles täuscht. Aber bei Twitch, dadurch, dass Twitch für mich halt momentan auch wirklich noch so eine relativ kleine Einnahmequelle ist. Abgesehen von den Spenden natürlich, die teilweise gigantisch sind. Aber deswegen habe ich mich da auch noch nicht so informiert. Weiß das irgendwer anders? Katka oder so? Oder irgendwer, der sonst auf Twitch unterwegs ist? Und Doppelja. Cool. Wow, 3 Sterne. Wir gehen ins Lavaland. Ich überspringe die Cutscene mal. Ich denke, wir haben verstanden, wie das ungefähr funktioniert. Katka schreibt, soweit ich weiß, 1 Bit, 1 Cent. Für den Streamer. Genau. Dann muss man schauen, wie viel die kosten. Und dann hat man den Anteil. Ah, Schlüssel da oben. Ich hätte es beinahe übersehen. Ich glaube, wir wechseln schön langsam das Spiel jetzt mal. Aber das Level machen wir jetzt noch. Einen haben wir noch. Also 50-50. Ja. 50-50 ist doch in Ordnung. Finde ich. Kann man machen. Oh, an die Decke gepufft. Hey, wenn der nicht an die Decke geknallt wäre, hätte das sowas von funktioniert, dass es lächerlich ist.
des kleine Popelgerüstes, das ich hier gebaut habe, hält den tatsächlich. Ich glaube, ich spinne. Der schafft das. What? Na dann, dann machen wir vielleicht noch ein Level. Das war jetzt ein bisschen Turbo. Das ist vom Prinzip her schon wieder das gleiche wie gerade, oder? Nur, dass wir diesmal das Auto haben. Das Auto kann ich gar nicht einschätzen, was das schafft und was nicht und wie schnell das ist. Oh oh, das sehe ich jetzt schon, dass das wohl nichts wird. Die Brücke bricht ja schon unter ihrem Eigengewicht. Oh, das Auto ist aber echt leicht. Hey, bauen wir dem Auto eine Landerampe und dann könnte das funktionieren. Wartet mal. Moment. Wie wär's denn? Nee, warte mal. Das ist Blödsinn. Wir brauchen dann schon noch einen. Genau. So wird insgesamt auch der Anfangsteil stabilisiert. Oh, dass das ausgehalten hat, hätte ich nicht gedacht. Nicht schlecht. Na komm, machen wir die Welt vielleicht noch fertig, wenn die jetzt alle hier so easy sind. Relativ easy. Enge Brücke. Schauen wir mal. Das war knapp. Beinahe wäre es abgerissen oben. Aber ist es nicht. Ja. Warum sind die Level auf einmal so leicht? Oder bin ich so gut geworden? Ich bin der ultimative Bridge Builder. Yeah. Das ist es wahrscheinlich. Bridge Squid Build Rider. Bridge Rider hätte mehr Sinn gemacht. Der Build Squid Bridge Rider. Das bin ich. Okay. Ganz recht. Der Bild Bob Squitchkopf. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie ich mich gerade genannt habe. Hat wieder zugeschlagen. Oh oh, das ist jetzt aber. Jetzt haben wir wieder den Salat. Hätte ich mal den Mund nicht so voll genommen, jetzt wird's knifflig. Glaube ich, eventuell. Das Auto, ich weiß nicht, ob das Auto das schafft. Ich hau einfach mal Budget raus, oder? Ah! Kopfnuss! Oh oh. Können wir das einfach ein bisschen... Das sieht doch wunderbar aus. Na, wenn das mal nicht hinhaut. Knapp. Warum eigentlich so steil hier? Warum eigentlich? Den Schlüssel kriegen wir so, glaube ich, auch. Ja, das zählt. Der ist drin. Sag ich doch. Wunderbar. Okay. Ach komm. Eine Mission geht noch. Weil es gerade so lustig ist. Ob wir hier Eisphysik haben? Ich find's lustig und halt's für Quatsch. Aber mal schauen.
das schon reicht. Aus Interesse würde es mich interessieren. Aber nur aus Interesse. Na gut, dann... Oh, da haben wir kein Seil. Schade, ich hätte das jetzt gern an ein Seil gehängt. Aber dann hängen wir es halt hier an Holzstreben. Könnte schon reichen. So ein bisschen Entlastung von oben. Wunderbar. Haben die versehentlich die schwierigen Level so in den Mittelteil gepackt und jetzt kommen... Oder wie? Okay. Da muss es doch einen Haken geben. Wahrscheinlich, weil die Stützpfeiler unten ziemlich weit unten sind. Und so kann ich das wahrscheinlich kaum. Na, mal schauen. Ah! Schade, schade. Oh, oh Gott, nein, die letzten Meter. Explodiert die Brücke unter seinen Füßen. Okay. Aber jetzt. Du sollst aufhören zu sterben, Goblin. Das haben wir anders geübt. Schauen wir mal, ob das hilft. Es hilft. Es reicht. Coolio. Warum sieht man eigentlich am Ende immer das Auto nochmal in Nahaufnahme? Das verstehe ich nicht ganz. Ich... Handy mittlerweile und... Okay, haben die Eiszapfen Hitbox oder nicht? Das ist hier die Frage. Wenn die Hitbox haben, müssen wir sehr steil nach unten. Wenn nicht... Nicht. Ich glaube, die haben Hitbox, ne? Die kennen wir schon, aber... Ah. Irrelevant. Da habe ich ein Dreieck vergessen. Ein Viereck draus gemacht. Hat trotzdem funktioniert. Ich bin so gut, ey. Ich bin Bridge God. Ich bin der Bridge-Lomaniac. Was auch immer das bedeuten mag. Ich bin Bridge-Shomil. Ich bin Bridgie. Die freundliche, sprechende Brücke. Das wäre nervig, wenn Brücken sprechen könnten. Kommt drauf an, was die sagen. Ich weiß nicht, ob Brücken... Kann Brücken schlecht einschätzen, ob die gute Gesprächspartner wären. Ist der Böse eigentlich ein Zwerg? Er sieht ein bisschen aus wie ein Zwerg, oder? Und Zwerge und Goblins ist ja so klischee-mäßig, dass die so ein Konkurrenzverhältnis haben, weil beide unter der Erde leben und Maschinen bauen. Den Schlüssel hätten wir. Ich glaube, ich muss das nochmal von vorne. Machen wir nochmal von vorne. Ich denke immer ein bisschen falsch. Ich meine immer, das Auto muss auch noch unter dem durchpassen. Aber muss es doch überhaupt nicht. Es ist doch alles gut. Keine Panik. Irgendwie ist das jetzt genau wie vorher, oder? Knapp. Nö, offensichtlich nicht. Ach ja, wie spät ist es denn jetzt? 9:30. Machen wir das Level noch und dann machen wir mit dem nächsten Spiel weiter.
Naja. Wenn ich jetzt hier so einen Stahlträger hinstelle, wie verhält sich der dann? Ja, okay. Der Stahlträger alleine steht auch nicht. Der braucht auch Stütz. Stützstüttels. So, jetzt... Nee, Quatsch. Ja, aber... Okay, weg mit dem Stahl. Viel zu teuer, bringt nichts. Machen wir anders. Budget überschritten. Das wird knifflig. Ach so, warte mal. Das ist das Rennauto, mit dem wir es hier zu tun haben. Dann wird es vielleicht doch nicht ganz so knifflig, weil der baut Schwung auf ohne Ende. Wenn wir hier nur eine stabile Schanze aufbauen könnten. Okay, muss ich nochmal ganz neu überdenken, weil eventuell können wir hier sehr viel weniger bauen. Ich weiß nicht, wie schnell der wird und wie gut der springt, aber vielleicht reicht das schon. Das müssen wir jetzt ordentlich stützen und möglicherweise reicht das schon. Komm schon, gib Gas! Ah, wenn die Brücke nicht eingestürzt wäre, vielleicht hätte es funktioniert. Da das eh nur so wenig Gestell ist, bauen wir das vielleicht jetzt wirklich mal aus Stahl. Oh, Budget erreicht. Der Stahl ist ziemlich teuer. Mal schauen wir mal, ob es hilft. Ah, so knapp. Und es bricht trotzdem da hinten weg. Trotz Stahl. Für was zahle ich Stahl? Eigentlich. Oh, jetzt habe ich den Luftballon kaputt gemacht. Weil ich habe mir gerade gedacht, na, vielleicht auch hier. Vielleicht auch hier einen Luftballon. Nein. Was ist das? Alles kaputt. Okay. Der wird nicht viel ausmachen, so ein Luftballon. Aber vielleicht gerade so, ne? Vielleicht ist der Winkel durch den Luftballon gerade so. Ah, es ist so knapp. Ah, Mann. Schade. Es wäre so gut, aber hier kann ich kaum was machen. Ah, Mann. Ein bisschen. Bisschen mehr. Aber das kann ich nicht mehr stützen. Ah, schade, ey. So knapp. Ah, Mann. Okay, weg mit dem Stahl. Stahl ist zu teuer. Holz muss reichen. Holz und Luftballons. Oh Gott, das wankt. Ah, das ist ja. Kann man vergessen. Kann man vergessen. Okay, aber jetzt. Nicht besser. Leider. Nicht besser als vorher. Weil es hinten nicht hält. Aber jetzt. Das ist die stabilste Brücke aller Zeiten. Sag mal, warum bricht denn die immer? Ist hier irgendwie... Na, die kriegt hinten zu viel... Viel einfach. Ich krieg die hinten nicht stabil und das wäre wichtig. Ah, du blöde Brücke, du. Du blöde Brücke. Was machen wir denn mit dir? Ein würdiges letztes Level. Ha, vielleicht ist dann Stahl doch besser. Ich weiß auch nicht. Das letzte Teil ist auch so kurz irgendwie. Gefällt mir nicht. Wenn wir vielleicht ein bisschen... Nee, nee, da ist schon... Versuchen wir einfach mal einen steileren Winkel.
Ah, das steht jetzt da unten auf einem kleinen Beinchen. Hält erstaunlich gut dafür. Ach Quatsch, was mache ich denn schon wieder? Aber da wird's... Ach, hey, wow, ich finde das jetzt super hardcore. Auf einen Schlag wieder. Gerade war es so easy und jetzt auf einmal wieder bam. Wo ist er jetzt? Dein Brückoloni, Brückengott, Goblin Rider, Dingens, Kirchen. Wenn man ihn braucht. Warte mal, es gibt einen Tipp. Oh, das ist die Schablone. Nein, wenn das funktioniert, das ist ja crazy. Ach so, die Schablone geht noch weiter. Aber das ist doch so ziemlich genau, was ich gebaut habe, oder? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist das jetzt... Naja, gut, aber es wird schon... Kann man sich da wirklich einfach die Komplettlösung anzeigen lassen? Das finde ich ja sehr seltsam. Aber okay, schauen wir mal. Moment mal, da stimmt doch was nicht. So richtig... ist das nicht. Wow, das funktioniert. Man kann sich einfach so die Komplettlösung anzeigen lassen. Und kriegt dann auch noch 3 Sterne dafür. Okay. Na dann. 10 von 10 Punkten. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel.